seit gestern 6 Uhr wach. Dann würde ich dir aber dringend empfehlen, dich jetzt hinzulegen, damit du zu unserem funny Samstag fit bist. Weil ich möchte da jetzt gleich nicht so eine kleine, nöhlendes Kind neben mir im Internet haben, was dann... Weil der Eskapist wird schon ein bisschen fordernd. Gerade wenn du es noch gar nicht gespielt hast. Sollte ich eigentlich fragen, was du dann die ganze Nacht gemacht hast? Oder sollte ich es besser lassen? So, wir verbreitern unser Gebiet. Was könnte hochinteressant werden? Der Eskapist. Für ein Gronk-Stream. Was ist das für eine Begründung? Ich bin nicht im Bett, weil Gronk streamt. Der streamt doch immer. Macht der überhaupt mal eine Pause? Ich weiß das immer nicht. Ich habe nicht so viel Lebenszeit, als dass ich da, wer weiß, wie lange Gronk gucken könnte. Gronk-Stream. Seit wann ist denn ein Gronk-Stream? Das sagst du auch deinem Arbeitgeber. Nee, ich kann heute nicht kommen. Ich habe gestern Gronk geguckt. Was rennt ihr plötzlich so hektisch? Ach, hier liegen Goldklumpen rum. Ja, schön sicher, ne? Und unsere. Gehören uns. Alles unser, alles meins. Komm, wir haben gleich 7 Häuser. Dann müsste es euch doch 7, 14, 21. Na gut, okay. Ja, ich weiß. Bei 42 Kolonisten und 10 Tieren, dann heißt, wir brauchen ja schon 3 Scheunen. Ja, ich bin halt bei kleiner Fanboy, gebe ich offen und ehrlich zu, aber das Spiel war mega interessant. Was hat er denn gespielt? Also wir lagern mal ein bisschen Holzkohle aus. A Vintage Story. Ja, nur warum nicht? Sagt mir zwar immer noch nichts. Ich weiß, du hast mir da, glaube ich, einen Link geschickt, ne? Aber aus bekanntem Anlass hatte ich da gestern keine Zeit für. Ein Echo-Nachfolger. Du willst jetzt schon Echo zumachen? So gemein. Schöne Echo. Besser spielt man mal 1-2 Monate Echo und schon wird wieder ein Nachfolger gesucht. Das ist so schlimm.
So, Kinders, schmelzt um euer Leben. Ist ein bisschen groß, das Lager, oder? Naja. Jetzt müsste eigentlich die Stimme aus dem Off kommen. Ein Lager kann nie zu groß sein. Sehe ich auch so. So, hier scheinen Feinde unserer Nation zu sein. Und hier auch, ne? Das Serverproblem, wann soll ich das denn lösen? Dafür muss ich erstmal einen Server bauen. Und dafür muss ich erstmal Teile kaufen. Ich habe aber... Also das Problem ist, dass ich so viele Aufgaben habe, dass ich das alles schieben und schieben und schieben und schieben und schieben muss. Ich weiß nicht mal, ob ich dazu komme. Keine Ahnung. Ich habe leider ein bisschen mehr Probleme als nur YouTube und Twitch. Das macht so die kleinsten Probleme aus in meinem Leben. Dank meiner Arbeit. Es wäre ja auch mal schön, wenn man sich auf andere verlassen könnte und andere mal was täten, aber... Ach ja. Am Ende muss es doch wieder selber machen. Hier ein Lager anschließen, ne? Aber hier ist nirgendwo Platz für ein Lager. Ja, das kann ich nicht machen, das ist ja mein Hauptlager. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Was ich machen könnte, wäre hier ein Stück abtrennen. Erstmal einen eigenen Lagerplatz hinbauen. Der darf aber auf keinen Fall vermischt werden. Und der hier hat dann nur Öl. Ich habe gerade gedacht, die lagern das aus, aber nein, doch nicht. Hier soll nur Öl rein. So, Exportlager. Haben wir noch genug Holz? Wahrscheinlich nicht, ne? Denn wir müssen ja so ein bisschen im Auge behalten. Gut, sehr schön. Räumt das Lager leer. Sehr gute Idee. Dass diese kleine Plantage wahrscheinlich nicht hierfür ausreichen wird, befürchte ich. Schleppt man mir schön wieder mein Öl zurück, ja? Noch brauchen wir es nicht. Dann geht das Öl nämlich in den Export. Weil solange wir das Öl nicht brauchen, können wir es ja exportieren, weißt du? Verdienen wir ein bisschen Geld, wir haben ja nichts.
Aber das hier gefällt. So, hier fehlt noch irgendwas. Steinblöcke. Weil wenn die dann alle ein Dach über dem Kopf haben, ne, ist natürlich insofern ganz schön. Dann haben wir vielleicht schon mal ein kleines Problemchen weniger. So, können wir da noch ein paar Häuser hinstellen? Müssen wir natürlich gleich auch mal anfangen, in die Produktion von Holzteilen und so weiter reinzugehen. Weil davon brauchen wir auch immer genug auf Lager. Und ihr seht, Stein ist gar nicht mehr so viel da von diesem bearbeiteten Stein. Aber da müssen wir gleich eine Produktstraße aufbauen. Dafür brauchen wir wieder ein bisschen Platz. Weil ihr seht, das Holz wird weniger. Und geht in die Holzkohle und da wird gleich unser Problem liegen. Wir müssen mehr Holz darstellen. Aber sozial ist, Häuser gibt es ein paar. Jetzt müssen die noch fertiggestellt werden da hinten, aber... Braucht ihr noch irgendwas? Nö, ne? Ihr wartet eigentlich nur auf Fertigstellung. Alles klar. Wir erweitern mal gleich unsere Farm für Bäume, weil wir brauchen schlichtweg mehr Holz. Vergrößern weiterhin das Lager. Nein, das bleibt natürlich nicht so, sondern das ist erstmal nur, damit alles von der Straße sozusagen oder vom Weg wegkommt, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Und hier scheint es ein Problem zu geben. Ist das eventuell verbrannte Erde? Dass man hier vielleicht einen Kakaobaum draufsetzen muss? Weil hier geht die Baumfarm auf jeden Fall nicht. Ist eine schlechte Gegend für eine Farm. Warum ist eigentlich nicht alles grün? Ich dachte immer dann, wenn es in der Wüste regnet, wird es grün. Und alles weiter abreißen. So, riesiges Lager hatte ich auch noch nie, aber der Ölexport funktioniert, also verdienen wir weiter Geld. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir noch Ölquellen haben, die wir anzapfen können, damit wir hier erstmal von vornherein Kohle verdienen. Ist mit den Kohlen so. Ölpumpe, hier kommt noch eine hin, vielleicht etwas andersrum. Weil die hat ja tatsächlich so ein Zeichen, wo es rausgeht.